Und damit wieder hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play South Park The Stick of Truth mit mir Stelle. Bündnisse schmieden. Hier bei South Park The Stick of Truth habe ich schon gesagt, mit mir Stelle. Neue Nachricht von Kyle. Triff dich mit Kyle. Eine Nachricht von Al Gore, von wem auch sonst. Ja, hier waren wir letzte Nacht und haben da ein großes Battle mit einem kleinen Wichtelmann gemacht. Ach. Scheiße. Scheiße kann man nie genug haben, denn man könnte ja ein Gegner damit abwerfen. Ach, euch interessiert das gar nicht. Da komme ich leider nicht ran, dafür bin ich zu klein. Man kann nirgends in den Keller gehen, außer bei der Bar, wo wir das letzte Mal waren. Jum, mit Turbo durch das Haus streifen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die... Hey, there's an emergency meeting at the Elven Forest. Okay, Elfen Forest. Ist hier der Elfen Forest? Cartmans Haus. Kyles Haus. Also drei Häuser weiter. Eins. Zwei. Drei. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie der Vater von Kyle heißt gerade. Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and elves of Zaron, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves! You got a better idea, wizard fat ass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell it, butter. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah! Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass! Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, Butters? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends. I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. Huzzah! Gut. Ich räume als eins gar nicht meinen Begleiter freigeschaltet. Alter. Triff dich mit Kyle. So, jetzt sprich mit Annie. Kommen da noch mehr? We elves craft the finest shit in the land. So, jetzt werden wir erstmal unseren Waffenstuff verkaufen, den wir nicht mehr brauchen. Mal zwei. Oh. Alien-Sonne. Elfenklinge. 117.
weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Verhindert die Abwehr des Ziels bei perfekten Angriffen. Den heiligen Hammer sollten wir noch behalten, weil heilige Waffen sind ja ganz gut eigentlich. Großes Kriegerschwert. Was benutzen wir denn jetzt eigentlich? Warum hat er die Waffe dran? Habe ich nicht ihm die Wichtelhacke gegeben? Kommen wir. Na, die können wir noch behalten. Alienhelm braucht man nicht. Waldelfen, Alienanzug. Die Kommanden sollten wir behalten. Alienhandschuh, Waldelfen. Knappen. Goth. Scheiß, können wir jetzt endlich loswerden. Wichtelhandschuhe sollten wir noch behalten. Den anderen Stuff. Feinheiten. Schädel. Die Perücke kann weg. Das ist auch. Eierkinn, ja gut, war. Ankerbart. Butters Eichhörnchen-Nase, da brauchen wir auch nicht. Francis-Perücke, wer ist denn Francis? Nee, auch nicht. 80er Jahre Sonnenbrille, das ist cool. Aus Auge, nee. Genghis Khan, Rapperbart. Nein. Bartschatten auch nicht, Kunstbart auch nicht, Glatzmütze. Nein. Nee, auch nicht. Gemor, scheiße, Kalzkoteletten. Dubstep-Perücke. Ah, die behalten wir erstmal. Barbarenperücke. Ah, vielleicht. Später mal. Mond, Klee. Und dann die Perücke. Waffenaufsätze. Das ist. Fügt einmal Bluten bei einem perfekten Angriff hinzu. Okay, kann weg. Fügt bei perfekten Angriff. Schwierig. Haben wir besseres. Werbt 10% mehr Schaden ab, wenn du blockst. Haben wir auch nicht mehr. Du hältst 1 MP bei perfekten Angriff. Kann weg. Angriff ignorieren bis zu 5 Rüstungen. Fügt bei perfekten Angriffen 15 Schaden zu. Schädelsticker. Versteckt den mit Waffen um 5 Schaden. Haha. 5% mehr Schaden. Ich hab gepackt. Perfekten Angriff wieder. Schaden 50. Das sind. Nee, warte mal. 20. Nee, das kann auch weg. Kostümflicken. Du erhältst, wenn du einen Gegner tötest. Nein. Du hältst einen MP. Du hältst einen MP. Hältst mehr Geld, dann können wir erstmal lassen. Du erhältst 2 MP. Ich kann Schaden. Halten wir erstmal, du erhältst 2 MP, wenn du Feuerschaden zufügst. Klingt auch nicht schlecht. Schwächt feindliche Angriff. Das ist eigentlich ziemlich nice. Guck mal hier, du erhältst, wenn du Schaden erleidest. Krams. Das können wir alles wegschmeißen. Dann haben wir hier ordentlich viel Money. Kling, 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 kling. Staffel verkaufen immer. Sorry, dass ich euch das angetagt habe. Alter, wie viel Stuff haben wir denn? Leine in Junggröße. Komm, wir hauen alles weg. Was wir alles für einen Kram wieder gesammelt haben. Armband, 11 Stück von den Scheiß. Rektalfotoset, ey. Wer kommt auf diese Ideen? So, jetzt haben wir ordentlich. Achso, können wir irgendwas kaufen? Ja, komm. Waffen. Elfischer Langbogen. Alter, was ist das denn? Das sieht ja mal krass aus. Plus 100 Feuerschaden, so mit drin. Schwert des Endes. Komm, wir holen uns. Schwert des Endes im Voraus und dann haben wir uns den geilen Bogen.
Ausrüstung. Strategie Max CP um 50. Strategie Max um 80. 150. Mensch, Ober. Alter Vater, das. Das ist ja mal krass. Kleiner Nagel. Statt gegen Angriff mit Waffen und 50 Schaden. Das klingt auch nicht schlecht. Das ist Tümpfe, ne? Köcher verursacht 10% mehr Bogenschaden. Sag mal. Nee, da haben wir Besseres. So, und jetzt können wir mal gucken. Fick dich, El Gore. Duell zwischen Token und Stan im Elfenwald heute Nachmittag. Schaut euch an, wie der Waldläufer-Champion zuschlägt. Sorry Leute, ich schaffe es nicht. Ich habe einen Zahnarzttermin. Dein Zahnarzt kann dich nicht immer retten, Token. ich füge dich nur als Freund hinzu, weil wir zusammenarbeiten müssen, um den Stab zurückzuholen. Oh, wie ich El Gore hasse. Alle Krieger von Zaron. Scheiß drauf. Okay, Bill. So. Da hat er das echt nicht gespeichert, wa? Ach nee, die wollten wir gar nicht. Sondern erstmal die Wichtelspitzhacke. Und die müssen wir jetzt noch ändern. Verstärkt Angriff um 50. 50. Fügen wir das hinzu. Widerlich und Stromschaden. Dann nehmen wir den hier. Kampfbogen, der macht auf jeden Fall mehr krasse Action. Bei denen. Sag mal, was macht denn der von Grund auf? Trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Feuert drei Geschosse ab, die kritisch wirken, wenn du perfekt triffst. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 50 Schaden. Das ist auch gut. Das ist alles, sag Gott. Machen wir bei dem Frostschaden. Oder Feuerschaden. Was ist das? Entzieht blutenden Zielen. TP. Nee, Feuer ist nice. Du greifst erneut an. Nee, dann machen wir hier. Fügt 30 Rüstung hinzu. Fügt 150 Rüstung hinzu. Mit einer Wurfwaffe heilst du TP pro Runde. Dann müssen wir das hier erstmal. Ach nee, ach, die Farbe können wir auch noch ändern. Ach du Kacke. Können wir da die Farbe ändern? Krasses Rot. Und da machen wir so ein geiles Weiß. Oder machen wir da schwarz? Schwarz-Rot. So, jetzt müssen wir da noch was hinzufügen. Was haben wir hier? Steigert die Max-TP, steigert Max-TP. Du erhältst 2 MP, wenn du einen Nahkampfangriff durchfügst. Du erhältst 5 MP, wenn du einen Gegner tötest. Du erhältst 1 MP, wenn du Schaden erleidest. Du erhältst jede Runde im Kampf 50 TP. Das ist sehr gut. Du erhältst jede Runde im Kampf 5 TP. Das ist total schwachsinnig. Steigert die Max-TP um 10%. Bergarbeiter.
Angriffe mit Nahkampfwaffen, zusätzlichen. Oh ja. Das müssen wir ändern. Mönchshandschuh, nochmal 50 TP drauf. Alter, wir haben jetzt 6000. 6000 TP, was ist los? Verursacht 10% mehr Schockschaden. Jeder Angriff saugt 10 TP von deinem Ziel ab. Das ist eigentlich. Fügt Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Das ist noch besser. Ja. Ja. Ein Klumpen Scheiße. Eyeliner, warum haben wir Eyeliner drauf? Brauchen eine neue Kinderkleidung. Nee, die ist doch nicht so cool. Also müssen wir nochmal.